So und herzlich willkommen bei Repeat. So und herzlich willkommen bei Repeat. So und herzlich willkommen bei Repeat. Ja, so ein neues Indie-Horrorspiel soll sich von PT inspiriert haben. Bin mir noch nicht sicher, weil ja, 12 AM war ja auch ein bisschen so inspiriert und das war jetzt, naja, okay. Aber vielleicht wird es besser. Es kommen ja irgendwie viele Spiele raus, die von PT inspiriert sind. Genauso wie damals Slender gab es ja 1 Million Kopien. Ja, Kopien ist jetzt der falsche Ausdruck. Klone. Genauso wie von Slender. Oder ja, FNAF. Da habe ich immer noch haufenweise Spiele. Haufenweise. Redet ihr über SEO oder was? Also Suchmaschinenoptimierung? Ich will jetzt nicht gebildet werden, ich will erschrecken. Okay, was haben wir hier? Ein Handy. iPhone. Kann ich aber nicht aufnehmen. Nein, ich sage jetzt nichts gegen Apple. Hatte ja selber mein iPhone. So. Es ist auch, oder? Warte mal, da kann ich irgendwas tun. Hä? Oh! Ah, mit E, okay, ich dachte gerade nur. What the fuck? Ja, wie PT, man geht immer wieder denselben Weg entlang. Ja. Nein. Oh, ist alles normal. War es bei PT auch? Naja, wobei, ja, normal war es nicht wirklich. Ja, willkommen zurück. Ich freue mich. Nicht. Bisschen anders, also ein bisschen verbarrikadiert. Aber nichts hält mich auf, weil ich habe eine Taschenlampe. Jawohl. Zart, blende ich alle. Tür ist wieder offen. Also nicht mehr verbarrikadiert. Wette, es ist gleich dunkel. Nö, nicht einmal. Ja, willkommen zurück. Ich habe gerade wieder gedacht, es wäre abgestürzt, weil es wieder hängen geblieben ist. Aber ich habe noch mehr Taschenlampe. Hi, Stuhl. Das hat mich jetzt sehr, sehr erschreckt. Mir ist das Blut schon in den Adern gefroren. Oh, okay. Hä? Bleib lieber bei PewDiePie, hey. Bist besser aufgehoben. Als bei mir. Ich zerstöre dich. Ja, ich mache den Stuhl kaputt. So brutal bin ich. Imagine-Zwirn! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Oh, Mann, ey! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, wieder SEO-Kram. Ah, okay, wieder verbarrikadiert. Vielleicht wäre es auch besser, ich würde mich einfach hinlegen. So. Close enough. Augen zu. Bumm. Nee, nicht wirklich. Da ist ja der Horror schon weg, hey. Hallo? Was haben wir hier also alles? Ja. Sehr, sehr alten Fernseher. Das ist ja richtig oldschool. Warte mal, ich konnte was tun. Schubladen aufmachen. Ist hier irgendwas Brisantes drin? Ich wollte gerade sagen, irgendwas schiebt mich. Schiebung! Ja, ich weiß, aber schlecht. Das ist aus dem Kühlschrank. Nein! Ja, du bist umgefallen. Wow. Toll. Und was kommt als nächstes? Zwei. Oh nee, mehrere sogar. Hä? Der ist doch mit nichts verbunden. Ja, doch. Doch, ist mit was verbunden, ja. Ich bereue es jetzt mit dem Zoomen. Klopfen da! Nein! Ich möchte es anschauen. Das ist gemütlich. Hä? Was war das für ein komisches Gesicht? Was? Hä? Ich hab nichts kaputt gemacht. Das bin jetzt nicht ich, das bin jetzt nicht ich. Nein, das bin jetzt nicht ich.
Also, okay, das ist irgendwie verdammt cool. Aber das eine Gesicht, was ich im Fernseher gesehen habe, ist seitdem nicht mehr auftaucht. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut. Kleines bisschen. So, kleines bisschen. Kann nichts tun. Langweilig. Weiter. Weg mit dir. Gut, dass ich jetzt eine Taschenlampe dabei hab. Naja, so dunkel ist es nicht. Schon wieder. Hä? Und jetzt, Erstmal welcome back. Und jetzt wieder das SEO-Zeugel. Hä? Los. iPhone geht? Naja, ist kein iPhone. Smartphone. Was, wenn wir in die nächste Tür gehen, gibt's keinen Weg zurück mehr. LOL. Hey, das ist ja fast so... Naja, das ist eigentlich fast schon Cheaten, hey. Hey, das ist fast schon Cheaten, hey. Okay, das ist jetzt PT-like. Oh ja. Das ist PT-like. Mhm. Aber schon wie, hey. Warum kommt das Auge immer am Rand? Hallo? Gibt's irgendwann mal ein Ende? Muss irgendwas Bestimmtes tun. Das war bei PT auch so. Muss man noch was Bestimmtes tun, aber hat alles wieder passt. Warte mal, oder muss ich letztendlich nur zurückgehen? Ach, okay, zum Auge gehen. Warte mal, ich habe keine Taschenlampe mehr. Hey, ich habe keine Taschenlampe mehr. Was ist jetzt? Fängt das jetzt von neu wieder an? Ich wusste, sowas passiert. The End. Es war jetzt kein plötzlicher Jumpscare. Die Idee ist schon nett gewesen. Vor allem, ja, das mit den Augen am Schluss. Das war eigentlich recht geil. Gut, dann sei mal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Abo da, Daumen hoch, teilt es mit Freunden, Bekannten. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.